Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause an den Bildschirmen. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Siegerehrung vom diesjährigen Jugendforscht-Regionalwettbewerb Bremen-Mitte. Mein Name ist Stefan Leupold, ich bin der Regionalwettbewerbsleiter. Normalerweise würden wir uns jetzt im großen Hörsaal der Universität in Präsenz sehen und ein virtueller Wettbewerb heißt auch eine virtuelle Siegerehrung. Deswegen strahlen wir diese hier aus dem Universum in Bremen komplett aus. Und der Wettbewerb, der hinter uns liegt, der war wirklich ganz phänomenal. Wir hatten 122 Arbeiten, 206 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und das Verhältnis Jungen und Mädchen war ausgewogen. 16 Schulen und betreuende Institutionen waren beteiligt und 18 Jurys mit 42 Jurorinnen und Juroren haben in den vergangenen 3 Tagen begutachtet, was ihr, liebe Jungforscherinnen und Jungforscher, so gemacht habt. Erstmal einen ganz herzlichen Dank auch an alle Betreuerinnen und Betreuer, an alle Partnerunternehmen und Unterstützer, an das Team von Jugendforscht und an alle Freundinnen und Freunde von Jugendforscht. Wir haben Neuland betreten mit dem virtuellen Wettbewerb und jetzt ist der Großteil der Arbeit gemacht. Jetzt können wir uns sozusagen hinsetzen und gucken, was bei den Preisen sozusagen eingeteilt wurde. Die Hauptpreise, das sind der 1., 2. und 3. Platz, dotiert mit 75, 60 und 45 Euro. Und es gibt auch wieder viele Sonderpreise. Bei uns ist eigentlich jeder Gewinner, denn jeder hat wertvolle Erfahrungen gesammelt beim Forschen, im Wettbewerb und deswegen werden wir auch alle Namen und alle Projekte hier vorlesen bei uns. Diejenigen unter euch, die es geschafft haben, als Regionalsiegerinnen und Regionalsieger in den Landeswettbewerb zu kommen, die werden am 18. März nochmal geprüft werden und haben auch nochmal etwas Zeit, ihre Arbeit sozusagen zu verbessern. Bevor es losgeht, sage ich nochmal, passt gut auf. Wir werden am Ende unserer Sendung ein kleines Gewinnspiel machen und dort eine Frage stellen, wo man sich an etwas erinnern muss. Also gut aufpassen jetzt in den kommenden Minuten und damit es nicht ganz so langweilig wird, haben wir uns auch eine besondere Reihenfolge überlegt, die nicht nach dem Alphabet ist, bei der Siegerehrung. Hier steigt die Spannung. Wir kommen zur Siegerehrung im Fachbereich Technik. Und ich begrüße Herrn Neumann-Rettlin von den Unternehmensverbänden hier bei uns. Herr Neumann-Rettlin, die Zahlen haben wir gehört. Wir haben in diesem Jahr trotz Pandemieeinschränkungen mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer als im vergangenen Jahr. Was sagen Sie dazu? Ich freue mich sehr, dass wir mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer als im letzten Jahr haben. Das hat Tradition. Wir haben in Bremen Mitte bisher immer mit die teilnehmerstärksten Wettbewerbe im Bundesgebiet gehabt. Und dass das unter diesen Pandemiebedingungen wieder genauso ist, spricht dafür, dass die Jugendlichen, die Jungforscherinnen und Jungforscher hoch motiviert sind, sich auch von der Pandemie nicht davon abhalten lassen zu forschen. Und das freut mich besonders, dass offensichtlich auch die Lehrerinnen und Lehrer ihre Unterstützung nicht eingestellt oder eingeschränkt haben, sondern mit vollem Elan dabei sind, die Jugendlichen zu unterstützen und gemeinsam an den Projekten zu forschen. Uns freut das sehr und ich finde, das ist ein tolles Zeichen in diesem Jahr 2021. Die Unternehmensverbände, die sind ein langjähriges Partnerunternehmen von Anfang an dabei hier bei Bremen Mitte und sie unterstützen uns. Sie haben im letzten Jahr ja was ganz Großes geplant. Ja, die Unternehmensverbände sind, das haben Sie zu Recht gesagt, seit langem dabei, seit Beginn der Regionalwettbewerbe dabei. Wir haben 2008 den Bundeswettbewerb hier im Land Bremen, seinerzeit in Bremerhaven, ausgerichtet
und hatten vor, das im Jahre 2020 in Bremen noch einmal zu tun. Alle Vorbereitungen waren abgeschlossen und dann hat uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich glaube, das kann man an dieser Stelle schon einmal sagen, wir sind guten Mutes, vielleicht doch den Bundeswettbewerb dann irgendwann noch einmal zeitnah nach Bremen zu holen. Wir würden uns da sehr freuen. Bremen ist ja ein ganz toller Technikstandort. Ja, wir haben in Bremen das große Glück, dass wir viele Unternehmen aus dem Bereich der Technik haben. Wir haben eine sehr breite Industrielandschaft hier in Bremen. Wir haben viele hochinnovative Unternehmen. Und es freut mich ganz besonders, dass unter den Unterstützern dieses Wettbewerbs Bremen Mitte auch die Siemens AG ist, die hier in Bremen eine eigene Niederlassung hat, ein eigenes Ausbildungszentrum hat. Und die Auszubildenden haben hier vor Ort die Gelegenheit, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Siemens an spannenden Zukunftsaufgaben zu forschen, an digitaler Technologie, an künstlicher Intelligenz, an innovativen Energiekonzepten. Und das ist das Schöne daran, wir haben einen Weltkonzern hier in Bremen, der die Möglichkeiten eines solchen weltumspannenden Netzes mit der Ausbildung vor Ort verbindet. Und das ist, glaube ich, ein tolles Beispiel dafür, was in Bremen möglich ist. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Boah, ist das krass. Und Mathe und Physik konnte ich nie gut. Das sind dann oft so die Antworten, die man bekommt, wenn man erzählt, dass man einen technischen Studiengang hat. Ich bin die Inka, 22 Jahre alt und mache ein duales Studium bei Siemens. Weil nur von Theorie lassen sich keine Gebäude bauen. Man sollte schon auch so ein bisschen diesen Forscher in sich haben, dass man sich wirklich für Sachen interessiert, wenn man was Neues hört, dass man wissen möchte, wie das jetzt genau funktioniert. Mein größtes Hobby ist Sport, wobei ich die meiste Zeit mit dem Triathlon verbringe, einfach weil es cool ist. Dieses Gefühl zu haben, dass man es kann. Und dass der Körper das leistet und man dem Körper vertraut. Angefangen habe ich mit dem Bouldern, weil ich einen Ausgleich zum Triathlon gesucht habe. Oft sucht man sich da eine Route aus, wo du beim ersten Versuch denkst, oh, das werde ich nie schaffen. Und du probierst und probierst es und kommst dem Ziel immer ein Stück näher und irgendwann schaffst es dann. Ja, sehr schön. Ich mag die Sprache der Zahlen, weil sich ein bestimmtes Bild im Kopf ergibt. Und wenn man das einmal verstanden hat, lässt es sich auf alle anderen Sachen auch gut anwenden. Ich habe mich dafür entschieden, dieses duale Studium zu machen, einfach weil mich interessiert es auch, ein bisschen rauszukommen und die Welt zu sehen. Ja, ist auf jeden Fall was anderes. Alleine schon deshalb, weil man hier Sachen anfasst, sich auch ein bisschen dreckig macht. Also man sieht am Ende des Tages, was man geschafft hat. Ich finde, dass wir mehr Frauen in den MINT-Berufen brauchen, einfach weil die Denkweise von Männern und Frauen dann doch schon unterschiedlich ist. Und umso individueller ein Team ist, umso mehr Lösungsansätze kann man ja auch entwickeln. Wenn man in so einem großen Konzern arbeitet, dann glaube ich schon, dass einem sehr viele Türen offen stehen, dass für jeden auf jeden Fall was dabei ist, was ihm gut gefällt und was er sein ganzes Leben auch machen möchte. Technik, Altersstufe, Schüler experimentieren. Die Wasserdampfturbine, ein Projekt von Viktoria Lindner und Ida Holland vom Ökumenischen Gymnasium. Die selbstgebaute Lampe hat Paula Delves gemacht von der Oberschule Rockwinkel. Ein LED-Streifen am Schutzblech des Fahrrades hat Jan Gruczynski, ebenfalls aus Rockwinkel, gebaut. Und die Essenslieferung mit Drohnen haben Lasse Bötig und Hendrik Beusen ausprobiert. Die leuchtende Handyhülle, Antonio Nickel, auch aus Rockwinkel. Einen intelligenten Golfball hat Julian Hammer vom Ökumenischen Gymnasium konstruiert. Und das Dark Knight Luftkissenboot von Philipp Össel, das hat er am Ökumenischen Gymnasium gebaut. Ein Cola-Mentos-Auto von Robin, Lein, Neider und Alexander Metz.
ebenfalls ein Projekt vom ÖG. Die Auswirkungen des Brückendesigns auf die gewichtstragende Kapazität, das hat Fabian Hayes von der Oberschule Rockwinkel untersucht und erhält dafür den Sonderpreis von Dr. Möhlenbrock. Ebenfalls den Sonderpreis von Dr. Möhlenbrock erhält das Projekt Eine Rakete mit Wasserkraft bauen von Frederik Bent-Gast und Titus Seinsche von der Hamburger Straße. Kleine Putzhelfer, die haben Paulina Merke und Mila Karsten vom Gymnasium an der Hamburger Straße entwickelt und erhalten dafür den Sonderpreis Digitalisierung der Sparkasse Bremen. Einen Rollkasten haben Robin Petermann und Oskar Beermann gebaut und erhalten dafür den dritten Preis im Fachgebiet Technik. Das Projekt Freundliche Gamer von Carla Klippstein und Ronja Kohlmorgen vom Gymnasium an der Hamburger Straße erhält den zweiten Preis im Fachgebiet Technik. Und das wasserstrahlbetriebene Schaufelradboot von Dario Emanuel Espinosa Jeschke vom Ökumenischen Gymnasium erhält den Regionalsieg im Fachgebiet Technik. Ebenfalls den Regionalsieg erhält das Projekt Rollerständerschloss von Rebecca Beermann von der Wilhelm-Focke-Oberschule. Und Rebecca Beermann hat mehrere Arbeiten im Wettbewerb. Auch das smarte Vogelhaus erhält den ersten Preis im Fachgebiet Technik. Die Brennstoffzelle als eine alternative Energiequelle von Leonard Spieker vom Ökumenischen Gymnasium erhält ebenfalls den ersten Preis im Fachgebiet Technik. Jetzt kommen wir zu den Älteren, jetzt kommen wir zu der Altersstufe Jugend forscht. Die ökologische Untersuchung von Carbon Concrete Composite, das haben Emian Celik und Jasper Meyer vom Alten Gymnasium untersucht. Ein Wasserfilter gebaut haben Jason Scharabi und Erik Diescher vom Hermann-Böse-Gymnasium erhalten dafür den Konrad-Gutschein. Wie kann ich den Wasserverkehr beim Rudern sicherer gestalten? Sünja Glocke von der Oberschule Schaumburger Straße erhält dafür den dritten Preis im Fachgebiet Technik. Das robotergesteuerte Pflanzsystem von Nika Elektra Kühn, Dennis Heimann und Leon Brandt vom Technischen Bildungszentrum Mitte wird ausgezeichnet mit dem zweiten Preis im Fachgebiet. Und das Virtual Reality Car von Oskar Beermann und Carmin Randazzo erhält den Regionalsieg im Fachgebiet Technik und den Sonderpreis Make, eine Zeitschrift im Jahresabonnement. Mit der Herstellung mehrschichtiger, hochverdichteter Faserverbundwerkstoffe aus Bambus und Fichte hat Kolja Diel, unterstützt vom Fraunhofer-Institut IFAM, den Regionalsieg, ersten Preis im Fachgebiet Technik, den Sonderpreis Qualitätssicherung durch zerstörungsfreie Prüfung und sogar den Sonderpreis nachwachsende Rohstoffe erhalten. Herzlichen Glückwunsch! Wir kommen zur Siegerehrung im Fachgebiet Arbeitswelt und stehen hier vor einem großen Triebwerk, welches normalerweise Raketen antreibt. Und spannend ist ja auch, was Menschen antreibt, um zu forschen, um neue Sachen zu entdecken. Und unsere Jungforscherinnen und Jungforscher im Wettbewerb, die haben bewiesen, dass sie einen ganz starken Antrieb haben. Aber es braucht ja immer auch noch einen Treibstoff, um voranzukommen. Und den Treibstoff, den liefern unsere Partnerunternehmen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir von der Gestra AG hier Herrn Höft bei uns haben. Die Gestra AG als langjähriges Partnerunternehmen, die hat sogar noch was mit Dampf zu tun.
Ja, vielen Dank. Ja, mit Raketenantrieb haben wir nicht unbedingt etwas zu tun, aber sehr wohl mit der Dampftechnologie. Das heißt, die Gestra AG produziert und vertreibt weltweit Produkte, die sich in der Dampftechnologie wiederfinden. Das sind Armaturen, das sind Kondensatableiter, Rückschlagklappen sowie die entsprechende Elektronik dazu. Herr Höft, was geben Sie unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern als geistigen Treibstoff mit auf den weiteren Weg? Ja, im Moment natürlich die dringende Bitte, halten Sie durch, machen Sie weiter, probieren Sie aus. Dann etwas, was auch bei uns im Unternehmen sehr gelebt wird, seien Sie neugierig, machen Sie Fehler, probieren Sie aus. Und um zu sehen, wie Arbeitsabläufe in der Praxis ineinander greifen, schauen wir uns jetzt einen kleinen Film der Auszubildenden von der Firma Gestra an. Die haben nämlich in einem Projekt einen Pizzaschneider gebaut. Thank you.
Siegerehrung, Arbeitswelt, Altersstufe, Schüler experimentieren, Naturschutz to go, Jonte Mai, ein Wasserfilter selber bauen, Maximilian Bülow, Umut Firdevsoglu und Kajetan Düsarz von der Hamburger Straße in Bremen haben einen Warengutschein von Konrad. Welche Maske ist sicher? Malte Göggerle und Steven Kittke von der Oberschule Rockwinkel auch einen Warengutschein von Konrad. Die gesunden Chips. Ben Laurenz Ehlert und Dominik Peragioni, St. Johannesschule, den dritten Preis im Fachgebiet Arbeitswelt. Die Konzentrationsfähigkeit mit und ohne Maske haben untersucht Insa Müller und Laura Mielebacher vom Ökumenischen Gymnasium und erhalten dafür den zweiten Preis im Fachgebiet. Wir kommen jetzt zum ersten Preis und den Regionalsieg im Fachgebiet Arbeitswelt erhalten für das Projekt Organisches Einwegbesteck Judith Wicke und Lara So Frommherz von der St. Johannesschule. Ebenfalls für das Projekt Gesunde Gemüseschips selbstgemacht Gianluca Vinerius vom Ökumenischen Gymnasium auch den Regionalsieg. Jetzt kommen wir zu der älteren Altersstufe Jugend forscht. Und da hat Dominik Müller ein Projekt angefertigt. Kennst du dich? Der Persönlichkeitscheck. Max Fritzler hat sich mit dem Kamelsubstrat beschäftigt und erhält dafür den dritten Preis im Fachgebiet Arbeitswelt und den Sonderpreis Umwelttechnik. Rahel Merten erhält für ihr Projekt LOHC-Treibstoff als klimafreundliche Alternative für das deutsche Personenmobilitätssystem den zweiten Preis im Fachgebiet und den Sonderpreis ein Jahresabonnement von Bild der Wissenschaft. Für das Projekt Halten Raumluftreiniger das, was sie versprechen, hat Kimia Rezai von Schulzentrum Ut Bremen den Regionalsieg erhalten. Erster Preis im Fachgebiet Arbeitswelt. Und Leder, tierisch gut, vegan aber besser, Max Fritzler ebenso den ersten Preis mit dem Regionalsieg im Fachgebiet Arbeitswelt. Wir kommen zur Siegerehrung im Gebiet Geo- und Raumwissenschaften und ich habe hier Herrn Dr. Herbert Münder bei mir. Wir stehen in einer ganz tollen Sonderausstellung hier, Up to Space heißt sie, im Universum. Herr Münder, haben Sie schon mal davon geträumt, im Weltall zu sein? Wenn ich ehrlich bin, ja. Eigentlich ist es sogar so, dass vielleicht sogar mein wissenschaftliches Interesse durch den Weltraum geweckt wurde. Denn ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo, ja, während meiner Schulzeit, Mondlandungen an der Tagesordnung waren. Und natürlich war es total faszinierend, all dieses live am Fernsehen mitzuverfolgen. Und ich kann nicht ausschließen, dass nicht ein Stück weit meine wissenschaftlichen Interessen, mein Kerngebiet ist die Physik, durch die Weltraumfahrt getriggert worden sind. Hinzu kam, dass ich dann später noch das große Vergnügen hatte, einen zukünftigen Astronauten zu dem Zeitpunkt als Kollegen zu haben und ganz nah dran war an dem Auswahlprozess. Und ja, ich fand das total spannend mitzuerleben, was es heißt, dann die verschiedenen Stufen des Auswahlprozesses zu durchschreiten. Viele technische Errungenschaften kommen ja auch aus der Raumfahrt und ich kann nur sagen, ganz tolle Sonderausstellung hier, die Sie hier zusammengestellt haben. Es lohnt sich. Das Universum Bremen ist seit der Gründung des Regionalwettbewerbs Bremen-Mitte Patenunternehmen und normalerweise würden wir unseren Wettbewerb hier drüben stattfinden lassen, in Präsenz. Das ist jetzt leider nicht möglich. Herr Münder, unter den Pandemieeinschränkungen, welche Angebote seitens des Universums gibt es eigentlich für uns? Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen den
Angeboten, die während der Schließzeiten da sind und dem, was wir sonst noch auf die Beine gestellt haben. Denn wir haben natürlich ein sehr intensives und gutes Hygienekonzept ausgearbeitet, wofür wir auch von den Besuchern sehr viel Zuspruch erfahren haben, positives Feedback bekommen haben. Und leider Gottes ist diese neue Ausstellung genau für 3 Tage für Besucher offen gewesen. Dann mussten wir in die 2. Schließung hinein aufgrund der Verfügung. Klar haben wir in dieser Zeit, wo wir offen waren, Mai, Juni, Juli, August, eine Vielzahl von Angeboten gehabt. Das waren die üblichen Sommerprogramme, die wir gezeigt haben. Wir haben an dieser Ausstellung weitergearbeitet, weil wir einfach auch gesagt haben, wir müssen unseren Gästen auch wieder was Neues, was Interessantes, was Spannendes bieten. Und dass es gelungen ist, diese Ausstellung auf die Beine zu stellen, ist, glaube ich, eine tolle Geschichte, auch im Sinne der Kooperation mit ganz vielen Partnern aus Bremen, aber eben auch aus Europa. Ohne die wäre es eben nicht möglich gewesen, das hier so in dieser Form zu zeigen. Dann kam natürlich die Situation, die wir uns alle so nicht gewünscht haben, nach dem ersten Lockdown einen zweiten Lockdown zu erfahren. Und klar sind wir auch während der ganzen Zeit verstärkt in die Online-Medien hineingegangen. Sei es nun Social Media, sei es nun Podcast-Aktivitäten, auch für verschiedene Zielgruppen, sei es Rundgänge durch die Ausstellung, die wir angeboten haben, geführt von dem Ausstellungsleiter. Bis hin zu der Geschichte, dass wir den ersten digitalen MINT-Tag in Bremen koordiniert haben, mit ganz vielen Angeboten von Kooperationspartnern aus Industrie und Forschung, mit Rundgängen durch deren Labore, mit Expertengesprächen und, und. Also das war, glaube ich, ein gutes, ein rundes Paket, was von vielen Schülerinnen und Schülern wahrgenommen wurde, aber auch von vielen Lehrern. Fortbildung für Lehrer und Lehrerinnen haben wir angeboten. Also es gibt eine Vielzahl von Sachen, die wir gemacht haben, um auch noch ja, von dem, was wir leisten können, auch präsent zu sein. Trotzdem freuen wir uns mehr als riesig auf die Situation, wo wir wieder aufmachen können, wo wir hier wieder Stimmengewirr haben, wo wir wieder Besucher hören und sehen, wie sie sich begeistert in die Ausstellung hineinbegeben. Ich hoffe, dass das bald ist, aber keiner kann es genau vorhersagen, wie sich die Pandemie entwickeln wird. Nur wir haben, glaube ich, auch als ein Science Center, was der Wissenschaft sehr verpflichtet ist, eine Aufgabe, wirklich auch dazu beizutragen, Kontakte, wie alle anderen wissenschaftlich orientierten Museen auch, Kontakte zu reduzieren. Und auf dem Weg müssen wir sagen, ja, ist das eine richtige Entscheidung, eben auch manche Sachen zu schließen. Was wir natürlich im Tiefen unseres Herzens sehr, sehr, sehr bedauern. Weil unsere Aufgabe eigentlich das Begeistern, das Mitnehmen der jungen Menschen, der Erwachsenen ist, bis hin eben, das ist auch ein Thema der Pandemie gewesen, dass wir spontan Expertengespräche, weil wir aufgrund der Versammelstreckenordnung nicht im Gebäude sein konnten, sind wir rausgegangen in den Park und haben dort Lagerfeuergespräche angeboten mit Experten zu dem Thema der Pandemie. Ja, Vielzahl von Sachen, die wir versucht haben umzusetzen, um auch wirklich dem Wunsch nach Informationen und Unterstützung und Orientierung in dieser sehr komplexen Situation auch geben zu können. Und jetzt werfen wir einen Blick in die tolle Ausstellung. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Columbia, Columbia, this is Houston, ALS, over. Geo- und Raumwissenschaften. Wir beginnen mit der Altersstufe Schüler experimentieren. Den Vergleich von Hochwasser in Venedig und Bremen haben Pelagia Knöfel und Daria Teppje vom alten Gymnasium gemacht. Die Welt der Tropfsteine untersucht haben
Lara Tews und Mia Konstantinov von der Hamburger Straße. Ein Feuerwerk unter der Wasseroberfläche haben Liam Köppe und Lasse Grötschel angezündet und dafür erhalten sie den Sonderpreis, ein Jahresabonnement der Zeitschrift Geolino. Die Feinstaubmessung am Hermann-Böse-Gymnasium von Paul Baune und Anna Baune, beide vom Hermann-Böse-Gymnasium, erhält den Regionalsieg, den ersten Preis im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften und den Sonderpreis Umwelttechnik. Und wir kommen nun zur Altersstufe Jugend forscht. Hier haben wir für das Projekt Modellerzeugung der Erde durch Fernerkundung von Yannick Malte Nikolaisen gleich den Regionalsieg ersten Preis Geo- und Raumwissenschaften verliehen. Und abschmelzendes Grönlandeis, nur ein Symptom des Klimawandels oder Vorbote einer Eiszeit, eine spannende Arbeit von Marit Paul vom Ökumenischen Gymnasium, ebenfalls den Regionalsieg im Fachgebiet. So, wir stehen hier an einem digitalen Musikprogrammiertisch und das ist natürlich auch gleich die Überleitung zum Fachgebiet Mathematik und Informatik. Und was könnte Besseres passen zum Thema Digitalisierung, wenn wir das nicht mit einem unserer Unterstützer machen würden, nämlich mit der Sparkasse in Bremen. Hier begrüße ich Herrn Kotari vom Vorstand hier der Sparkasse in Bremen und wir sind ja jetzt auch Nachbarn hier. Herzlichen Dank für die Einladung und wir sind seit November in unseren neuen Räumlichkeiten am Campus und freuen uns total. Sehr modern, sehr offen, sehr hell und da ist eine ganz andere Zusammenarbeit möglich als auch in unserem auch sehr schönen Gebäude am Brill, aber doch mit geschlossenen kleinen Räumen. Und hier ist alles offen und man merkt schon, wie die Zusammenarbeit deutlich besser funktioniert. Ganz toll. Die Sparkasse unterstützt uns seit längerem und das ist auch immer optisch auch sozusagen hier an unseren Lanyards erkennbar im Wettbewerb. Die Sparkasse in Bremen hat einen Sonderpreis immer ausgelobt bei uns im Wettbewerb, den Sonderpreis für Digitalisierung. Ich frage einfach mal ganz salopp, Herr Kotari, welche Beziehung haben eigentlich junge Menschen heute so zu Geld und Sparen? Ist das noch so, wie das früher mal war? Das ändert sich rasant schnell und das ist eine unserer Herausforderungen, wie wir als die Sparkasse Bremen, wir sehen uns als Bank der Stadt, wie weiterhin die nächsten 5, 10, 20 Jahre die Bedürfnisse unserer Kunden und der Stadt gerechtfertigt erfüllen können. Und die Menschen von heute, die Jüngeren, die haben einen ganz anderen Bezug zu Geld. Die Funktion des Geldes ändert sich, die Form des Geldes ändert sich und heutzutage sind auch Sachen wie Online-Shops für Sleeves, für Online-Spiele, genauso Geld oder Geldäquivalente als das Bargeld oder Münzen. Und das sind die Themen, die wir, oder Kryptowährungen kommen immer stärker ins Spiel. Und das sind die Änderungen, die wir mit der Zeit auch mitgehen müssen, um auch weiterhin relevant für unsere Kunden zu sein. Vielen Dank. Wir sind gespannt, wer die Preisträger sind im Fachgebiet. Mathematik, Informatik, Schüler experimentieren. Wann ist Adventskalender kaufen am besten? Ambor Lee vom Hermann-Böse-Gymnasium erhält dafür gleich den Regionalsieg, ersten Preis Mathematik, Informatik. Eiskalte Unendlichkeit wieder aufgetaucht. Jakob Dubischar und Mathilda Lier erhalten ebenfalls den Regionalsieg,
ersten Preis im Fachgebiet Mathematik Informatik. Und wir kommen zur Altersstufe Jugend forscht. Da gibt es ein Projekt, der Umrechner, ein eigenständig entwickeltes Programm von Willi Anders und Henry Vollbart aus Rockwinkel. Sie erhalten dafür den Sonderpreis, ein Jahresabo für die Computertechnik, CT, das Magazin. Und wir kommen zum nächsten Projekt, die Darstellung von Julia-Mengen von Julian Dubischer und Marie Rasper ist mit dem dritten Preis im Fachgebiet ausgezeichnet worden. Fraktale Kompression mit neuronalen Netzen, Julian Dubischer und Thiado Edzards erhalten den zweiten Preis im Fachgebiet Mathematik Informatik. Und den ersten Preis im Fachgebiet erhält die Arbeit Kampf gegen das Virus, Simulation von Ausbreitung und Maßnahmen. Jakob Dubischer und Frederik Peik. Wie genau sind Tonalgorithmen für harmonische Übergänge? Niklas Ristau vom Alten Gymnasium hat das untersucht und erhält dafür ebenfalls den Regionalsieg, ersten Preis im Fachgebiet Mathe Informatik. Wir stehen hier in diesem wunderschönen Gebäude, dem Walfisch, so wie wir ihn nennen, und der hat eine tolle Architektur hier. Dass das alles zusammenhält und nicht zusammenbricht, das liegt an der Physik. Die Kräfte hier des Bauteils, die müssen nämlich aufgefangen werden durch die Träger und abgeleitet werden in die Erde. Und wie das Ganze funktioniert, das können wir hier sehen an diesem einfachen Stapelbogen. Solche Stapelbögen, die wurden schon als Bögen vor vielen tausend Jahren gemauert und halten sozusagen sich selber mit der Kraft. Und das probieren wir einfach mal aus. Hoppla, da war ich wohl etwas unvorsichtig. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich heute noch nicht richtig gefrühstückt habe. Normalerweise in unserem Wettbewerb, der gibt es immer einen Obstimbiss. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der letzten Jahre, die wissen das Ganze. Das konnte es natürlich jetzt nicht geben. Anstatt dieses Obstsnacks gucken wir uns aber jetzt einen Science-Snack an, und zwar zum Thema Physik. Moin und herzlich willkommen zu den Science Snacks im Universum Bremen. Ich bin Lennart und ich mache ein paar Versuche mit euch. Heute haben wir eine Haushaltswaage und einen Behälter mit Wasser. Ich werde das Wasser jetzt darauf stellen und dann gleich meine Faust von oben in das Wasser eintauchen. Ich werde den Boden nicht berühren. Die Frage ist jetzt, was passiert mit der Anzeige? Wird die Anzeige ausschlagen oder wird sie so stehen bleiben, wie sie ist? Eine kleine Information vorneweg, bevor ich das tue. Flüssigkeiten. Im Gegensatz zu Gasen, lassen sich nicht zusammendrücken. Physik, Altersstufe Schüler experimentieren. Der Infinity Mirror, wie die beste Spiegelung entsteht, von Joost Schemionek und Nikita DePero von der Oberschule Rockwinkel.
Fluoreszierende Kastanienzweiglampe, ein Projekt von Julius Kurt, Siko Jessen und Hanna Ann vom Gymnasium Horn. Die Crossgolf-Golfphysik, das ist ein Projekt von Sarah Leonie Jürgens vom Gymnasium Links der Weser. Und die Bouncing Balls hat untersucht Muhammad Zahid Elmar von der Oberschule Rockwinkel. Ein Turm der Flüssigkeiten gebaut haben Tayo Linas Finnberg Rodriguez und Justus Hornung von der Hamburger Straße und erhalten dafür einen Konrad-Gutschein. Tornados haben untersucht Laraus, Mino Altenburg und Marie Barlock von der International School erhalten dafür auch einen Konrad-Gutschein. Und in der Platzierung sehen wir die Fallschirme von Felix Klein, Magnus Reblin und Justus Knirsch vom Ökumenischen Gymnasium den dritten Preis im Fachgebiet Physik. Den zweiten Preis erhält das Projekt Der beste Papierflieger von Philipp Rülewitsch, Moritz Ansteg und Len Vollheim. Lüften aber richtig. CO2 als indirekter Aerosolnachweis in Bezug auf Corona, damit haben sich beschäftigt Paul Büchner und Peter Büchner vom alten Gymnasium. Sie erhalten den Regionalsieg, ersten Preis im Fachgebiet Physik. Und ebenso Lisa Jandek mit ihrem Projekt Erforschung der Raumzeitdimension auch den ersten Preis im Fachgebiet Physik. Wir kommen nun zur Altersstufe Jugend forscht. The Arctic Mystery von Emma Sieling und Sarah Uss hat teilgenommen von der International School. Und ebenfalls von derselben Schule das Projekt Light Interference von Angie Q. Lichtgeschwindigkeit in der Mikrowelle. Leni Mai Dreier von der Oberschule Rockwinkel. Investigation into how temperature affects the resistance of an electrolyte solution. David Scheffler von der International School. Ideal Volleyball Surf. André Abreu ebenfalls von der International School. Und das Muay Thai haben untersucht Alimran Sönmez und Eyüp Can vom alten Gymnasium. Das Verhalten von Objekten beim Herunterrollen einer Rampe in Bezug auf ihr Trägheitsmoment hat Alec Antonio untersucht. Er erhält dafür den dritten Preis im Fachgebiet Physik. Die Mini-Windkraftanlage von Finlay Krüger und Paul Melms ist hoch ausgezeichnet worden mit dem zweiten Preis im Fachgebiet Physik, dem Sonderpreis Energiewende und einem Warengutschein von Konrad. Wie sich eine Temperaturänderung auf den Klang einer Gitarre auswirkt, das hat eindrucksvoll Bintia Dennock untersucht von der International School. Sie erhält dafür den Regionalsieg, ersten Preis im Fachgebiet Physik und den Sonderpreis Hören, Akustik und Lärm. Willkommen zurück bei den Science Snacks. Die Frage war, was passiert mit der Waage in dem Moment, wo ich meine Faust in das Wasser eintauche? Gucken wir mal. Ich tauche ein. Ich tauche ein. Das kann man schon sehen, die Anzeige der Waage ist bei ungefähr 400 Gramm. Ich berühre immer noch nicht den Boden. Wenn ich den Boden berühre, geht es viel mehr. Also, ohne Bodenberührung sind das ungefähr 400 Gramm. Diese 400 Gramm sind nicht etwa das Gewicht meiner Hand, sondern das Gewicht des Wassers, das ich verdränge. Wenn ich nochmal meine Faust eintauche, könnt ihr gucken, der Wasserstand steigt an, wenn ich meine Faust eintauche. Das ist das verdrängte Wasser.
wir sind hier wieder in der Up to Space Sonderausstellung und ich habe hier etwas ganz Besonderes Biologisches entdeckt. Nämlich ein abgeschlossenes ökologisches System. Das ist hier in einer Kugel luftdicht verpackt und dort vegetieren sozusagen Pflanzen. Und das kann man sich auch zu Hause machen, so einen Flaschengarten und da dann kleinere Sachen drin züchten. Bei großen Raumfahrtmissionen, da werden die Astronauten dort ihr Gemüse vielleicht irgendwann mal anpflanzen können. Vielleicht wächst da irgendwann mal eine Gurke drin in diesem Flaschengarten und die kann man dann schön wegsnacken. Und was man mit Gurken sonst noch so machen kann, das sehen wir in unserem nächsten Science-Snack. Moin und herzlich willkommen bei den Science-Snacks vom Universum Bremen. Ich bin Lennart und mache einige Versuche mit euch. Heute habe ich eine eingelegte Gurke mitgebracht. Die werde ich gleich in dieses Gerät hier einspannen, unsere Gurken-Einspannapparatur. Da kommen zwei Kabel raus. Die werde ich in den Trafo stecken und dann werde ich Saft drauf geben, also Strom. Und dann werden wir mal gucken, was mit der Gurke passiert. Also, spannen wir sie ein. Deckel drauf. Und los. Okay, die Gurke leuchtet. Jetzt ist die Frage heute, warum hat diese eingelegte Gurke geleuchtet? Möglichkeit 1. Die Gurke ist in einer Kochsalzlösung eingelegt. Das Natrium in der Natriumchloridlösung sendet bei Stromzufuhr Licht aus, gelb-orange. Oder Möglichkeit 2. Die kleinen Senfkornpartikel in dieser Lösung werden durch den Stromfluss angeregt und verbrennen, gelb-orange. Oder Möglichkeit 3. Auch frische nicht eingelegte Gurken würden leuchten, unsere Apparatur ist nur zu klein. In den Kernen sind kleine Botenstoffe, die beim Auftreffen des Stromes sichtbares Licht emittieren. Biologie. Wir beginnen wieder mit der Altersstufe Schüler experimentieren. Kishan Sharavanan hat sich mit Algen im arktischen Ozean beschäftigt. Laures Liebetanz und Johann Tröster mit Bodenanalyse im Bürgerpark. Und Henk Beilmann und Jan Beitis haben eine bunte Kapillare gebaut oder untersucht. Das pflanzliche Leben in einem Glas. Ein Projekt von Sarah Lea Lüllmann und Lena Victoria Kremin. Do plants need oxygen? Knut Orr, Berat Motedayen und Oma Bashirai haben dieses an der International School untersucht. Torfmoos als nachwachsender Kohlenstoffspender, ein Projekt von Vera Undine Dilling vom Alten Gymnasium in Bremen. Tulpenfärben, das haben Kaya Steinbacher, Maja Steppuhn und Johanna Ilchmann gemacht am ÖG in Bremen. Wie entwickeln sich Schmetterlinge von Tag zu Tag? Johanna Elena Legel hat das beobachtet am Gymnasium an der Hamburger Straße. Wie Katzen und Hunde auf Geräusche reagieren, das haben Nele-Marie Menger und Hanna Schmidt untersucht. Und wo Brot am schnellsten verschimmelt, das ist ein Projekt von Olida Eiritsch und Ida Puhvogel. Die Verlangsamung der Oxidation bei Äpfeln, das hat Tammo Specketer untersucht und erhält dafür den Konrad-Gutschein. Vom Laufanfänger zum 5-Kilometer-Läufer ein Projekt von Felisa Köster und sie erhält dafür auch den Konrad-Gutschein.
Was ist der beste Vogelfutterspender? Ein Projekt von Julius Prüsch und Lucian Markosch von der Hamburger Straße, ebenfalls ein Konrad-Gutschein. Die Wirkung des Leistungssports Tischtennis auf die Reaktion und Antizipation Jugendlicher. Das ist eine Arbeit von Joli Lee, Hanna Detat und Elifso Vargül. Und dafür erhalten sie den dritten Preis im Fachgebiet. Die Sinne der Pflanze, ein Projekt von Ole Frehers, und dafür erhält er den zweiten Preis im Fachgebiet Biologie. Wir kommen nun zum Regionalsieg. Auswirkung von Lichtfarben auf Pflanzen. Romina Mesa und Lea Poeck vom Ökumenischen Gymnasium zu Bremen erhalten den Regionalsieg. Und Hanna Proschitzki erhält für das Projekt Die Heizstöße im Winterschlaf eines Igels ebenfalls den Regionalsieg in Biologie. Diabetes und Ernährung, das hört sich auch sehr gut an. Vera Nasch Botzkigit vom Alten Gymnasium erhält dafür ebenfalls den ersten Preis. Und welche verborgene Energie sich im Heu sozusagen versteckt, das haben Antonius Ziesch, Levi Barke und Konstantin Ziesch untersucht von der Hamburger Straße, ebenfalls erster Preis Biologie. WUDP, was verbirgt sich dahinter? Wachstum unter dem Plastikspiegel. Niklas Große, Julius Tietjen und Carlo Juckenhöfel vom Ökumenischen Gymnasium erhalten den ersten Preis in Biologie Schüler experimentieren. Und jetzt kommen wir zur Altersstufe Jugend forscht. Inwiefern können Magnesium, Kalium und Kupfer das Leben von Rosen verlängern? Das haben untersucht Arwa Al-Khattab und Salem Al-Buga vom Hermann-Böse-Gymnasium. Früchte und Ethen, was dieses Zusammenspiel angeht, das hat die Arbeit von Alice Bartels und Min-Jung Lee gezeigt. Ein gesundes Astronautenessen hat Jada Kessen von der Oberschule Rockwinkel kredenzt. Und die Kommunikation mit Pflanzen von Jasper Häberle bringt den Sonderpreis ein Jahresabonnement der Zeitschrift Natur. Inwiefern beeinflusst eine variierende Hormonkonzentration das Wachstum von Bohnen? Das Projekt von Melissa Urban vom Hermann-Böse-Gymnasium bringt den dritten Preis im Fachgebiet. Und den zweiten Preis erhält Julia Ebert, die Lern- und Kommunikationsfähigkeit der Mimosa pudica. Willkommen zurück bei den Science Snacks. Jetzt die Auflösung unserer Glühgurke. Die Gurke hat geleuchtet, weil sie in Natriumchloridlösung eingelegt ist. Natrium leuchtet orange. Das kennen wir eventuell aus dem Straßenverkehr. Diese orangenen Lampen, die manchmal noch an den Straßen stehen, sind sogenannte Natriumdampflampen. Da wird einfach das Gas, Natriumgas, durch Stromfluss angeregt und fängt dann an zu leuchten. Natrium leuchtet gelb-orange. Wir stehen hier vor einem ganz besonderen Exponat. Das ist eine Plasmakugel. Und hier drin finden elektrische Entladungen statt. Und das, was leuchtet, das sind Gase hier, die angeregt werden. Das hat natürlich etwas mit Chemie zu tun. Chemie ist ja, wenn es kracht und stinkt. Aber das dürfen wir hier leider nicht machen im Universum. Und deswegen gucken wir uns jetzt unseren letzten Science-Snack an.
Moin und herzlich willkommen bei den Science Next im Universum Bremen. Ich bin Lennart und ich mache Versuche mit euch. Heute habe ich eine ganz allgemeine Frage. Schaffe ich es, mit einem dieser drei Gegenstände Stahl zum Brennen zu bringen? Ich habe als Möglichkeit A eine Batterie, Möglichkeit B ein Flambierer oder Möglichkeit C eine Wunderkerze. Oder ist es Möglichkeit D nicht möglich, Stahl zum Brennen zu bringen, sonst würde mein Kochtopf zu Hause auf dem Gasherd ja auch Feuer fangen. Chemie, Altersstufe, Schüler experimentieren. Wie macht man den besten Metallic-Schleim? Chloe Gies und Philin Knebel vom Gymnasium an der Hamburger Straße. Ein Projekt, auch von der Hamburger Straße, umweltfreundlichen Kleber selber herstellen. Freddy Beimische und Henry Schütte. Den Reiniger für den Alltag, auch ohne Mikroplastik, haben entwickelt Leana Kanzler und Lynn Roxanne Habelt. Schminke gekauft versus Schminke selbst gemacht. Acelinia Czern-Akova und Kiana Rösner haben dieses Projekt mit in den Wettbewerb eingebracht. Normales versus Bio-Kaugummi. Annalena Dai und Nala Arefi haben das untersucht. Mikroplastik in Hautpeeling, eine Arbeit von Emilia List und Maja Rode. Nail Polish, Jana Mohamed und Cecilia Gettler haben das ausprobiert. Und Mikroplastik in Pflegeprodukten, danach haben Lena Marie Gänger und Jasmin Meisenheimer und Mila Hanna Blind geforscht. Abisha Sivapalan hat eine LED-Lampe zum Leuchten gebracht. Lava Lamps haben gebaut Julius Forkert und Viana Sprung. Aus welchen Farben bestehen Schwarz, Textmarkerfarbe und mehr? Ein Projekt von Adrian Kelm und Frederik Schierenbeck von der Oberschule Rockwinkel. Den Weserwassertest haben durchgeführt Johanne Fröbe, Olivia Wilkens und Luise Hille von der Hamburger Straße und dafür erhalten sie den Konrad-Gutschein. Und ebenfalls ein Konrad-Gutschein geht an die Arbeit Vulcanos von Gustav Sass und Henry Haukapp. Wie kann man umweltfreundliche Filzstifte herstellen? Das haben Lilith, Inga Hippler und Marie Gräber gezeigt und dafür erhalten sie den Warengutschein von Konrad. Und jetzt rein in die Platzierungen. Den größten und reinsten Kristall gezüchtet hat Carla Monsees und erhält dafür den dritten Preis im Fachgebiet. Volle Mägen statt vollen Mülleimern. Ein toller Slogan. Biologisch abbaubarer Kunststoff zum Mitessen. Lisa Brannert, Ronja Blind und Nora Malacca haben das untersucht und sie erhalten dafür den zweiten Preis im Fachgebiet Chemie und den Sonderpreis Reset Plastic. Wir kommen nun in die Altersstufe Jugendforscht. Und hier hat Jill Ebeling einen Vergleich zwischen zwei Arten von Desinfektionsmitteln angestellt. Natürlich bunt, ein Projekt von Max Fritzler. Investigation into how carbon chain lengths affects energy released when burned. David Scheffler hat das untersucht. Welches Treibmittel das beste für ein Fladenbrot ist, das wissen Clara Schreiber, Sarah Erik und Parsa Soleimania. Und die kommen vom alten Gymnasium. Wie man die Haltbarkeit einer Schnittblume verlängern kann, das haben Tamina Mia Huss und Emma Luisa Döhle von der Oberschule Rockwinkel untersucht und sie erhalten dafür
den Sonderpreis, ein Jahresabonnement der Zeitschrift Geo. Wir kommen in die Platzierung. Die Untersuchung zur Rücklösung von Sauerstoff in entgasten HPLC-Laufmitteln. Oskar Wandke vom Schulzentrum Utt-Bremen hat hierfür den ersten Preis im Fachgebiet Chemie erhalten, den Regionalsieg. Aber André Abreu mit seiner Arbeit Rate of Reaction of Clams with Citric Acid hat ebenfalls den ersten Platz errungen. Und, da legen wir noch einen drauf, kann die Reinheit synthetisierten Paracetamols photometrisch bestimmt werden. Roman Steinke, Europaschule Utt-Bremen, der Regionalsieg, erster Preis im Fachgebiet Chemie. Willkommen zurück bei den Science Snacks. Wir waren stehen geblieben, ob ich es schaffe, mit einem dieser drei Gegenstände, Batterie, Flambierer, Wunderkerze, ob ich es damit schaffe, Stahl zum Brennen zu bringen. Die Antwort heute ist ja, und zwar mit allen drei Gegenständen A, B und C. Am beeindruckendsten finde ich persönlich Möglichkeit A, die Batterie. Wenn ich die Batterie nehme und an diese Stahlwolle halte, dann fließt Strom von einem Pol zum anderen. Und in dem Moment, wo Strom fließt, wird der Draht so heiß, dass er anfängt zu glühen. Er oxidiert, er verbrennt. Das heißt, Stahl kann brennen, egal mit welchem dieser drei Gegenstände, wenn genügend Sauerstoff dabei ist. Ja, der Kochtopf zu Hause brennt nicht. Die Stahlwolle brennt, weil genügend Sauerstoff dabei ist. Einige Dinge haben wir im Online-Wettbewerb vermisst. Zum Beispiel, dass wir uns hier schön zusammengefunden haben in dem tollen Universum. Einige Personen haben wir in der Siegerehrung vermisst. Zum Beispiel Frau Renate Raschen von der Senatorin für Kinder und Bildung. Die Senatorin für Kinder und Bildung fördert ja Jugend forscht im Rahmen der Begabungsförderung ganz besonders. Aber auch Carsten Pieper, den Landeswettbewerbsleiter, Jens Habich und Claudius Leikauf von den anderen Regionalwettbewerben hätten wir natürlich gerne begrüßt. Das machen wir alles wieder im nächsten Jahr. Einige Preise fehlen noch und die wollen wir jetzt verleihen. Jugend forscht, das geht nicht ohne Projektbetreuer. Und Projektbetreuerinnen und Projektbetreuer, die werden auch immer ausgezeichnet. Und in diesem Jahr werden wir vergeben den Preis für einen engagierten Projektbetreuer. Den bekommt aber nicht einer, weil diejenigen, die den Preis erhalten, die gibt es eigentlich nur im Dreierpack. Das sind Antje Heilshorn, Claudia Balster und Jan Reimer vom Gymnasium an der Hamburger Straße. Herzlichen Glückwunsch! Und in diesem Jahr gibt es einen Sonderpreis für Projektbetreuer, nämlich eine Einladung zum Workshop Digitalisierung Schule und außerschulische Lernorte im Herbst 2021 von der Firma CTS Gruppen- und Studienreisen gestiftet. Das Ganze findet in Lemgo statt und diesen Preis erhält Bastian Rudolf vom Ökumenischen Gymnasium. Hier auch herzlichen Glückwunsch. So, unsere Siegerehrung neigt sich langsam dem Ende. Und wir kommen jetzt zu unserem groß angekündigten Gewinnspiel. Hi, Frau Leupold, wir haben da noch ein Geschenk. Ja, Peppa, das stimmt. Wir haben noch ein Geschenk und das haben wir vergessen. Und das ist ein Geschenk von der Sparkasse in Bremen an euch alle. Es ist nämlich der digitale Schlüsselfinder und den bekommt ihr mit den Urkunden und all euren sonstigen kleinen Sachpreisen über die Schulen zugeschickt und dann dort ausgehändigt. Vielen Dank dir. Aber jetzt kommen wir wirklich zu unserem Gewinnspiel. Und bei dem Gewinnspiel kann man 3 Jahreskarten für das Universum Bremen gewinnen
Und ich habe ja gesagt, gut aufpassen. Jetzt kommt's. Die Preisfrage und die Antwort auf die Preisfrage bitte an die E-Mail-Adresse preisfrage@ufo-bremen.de senden. Schreibt dort euren Namen hin und die richtige Antwort. Die ersten drei richtigen Einsenderinnen und Einsender erhalten diese Freikarten sozusagen, die Jahreskarten. Und die Preisfrage lautet: Welche Substanz war bei dem Experiment mit der Essiggurke für die beobachtete Färbung verantwortlich? Gesucht wird der Name der Substanz, die für die Färbung beim Essiggurkenversuch verantwortlich war. Jetzt schön schnell ran an die Tasten, los geht's. Ich sage aber an dieser Stelle auf Wiedersehen. Es war mal wieder ein ganz toller Wettbewerb mit euch und ich kann nur sagen, dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Das ist jetzt aufgrund der Pandemie-Einschränkungen. Komm nochmal. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Das war nicht gewollt, oder? Hey. Okay. So. Das war schon? Das war schon. Das war der Abschluss.